Oder Feinde bekämpfen. Ich hatte echt, die hießen Klelons und nicht Kelolon. Erstmal ein Konter. Wer ist denn? Zuerst ist Zola dran. Dann kannst du den hier vorne wegklatschen. Manomaru macht den, der als nächstes dran ist, weg. Das wäre der hier. Wir hauen einfach drauf. Und Schuhen macht Niedermähen. Ah ja, da kommen ja noch ein paar physische Abwehr hoch. Lass mal die Wasser. Die hintere Reihe, weil da sind weniger. Mehr, meine ich, in der hinteren Reihe. Aber das macht ja nicht so viel Schaden, ne? Weil sie Alleskennerin ist. Das ist ja doof. Ist ja jetzt doof gelaufen. Hier, hau drauf. Ey, du haust auf den da. Anomaru macht den da weg. Damit Shu die anderen mit Niedermähen weghauen kann. Okay, Niedermähen. Ich guck mal, ob hier irgendwo ein Speicherwürfel war, sonst... ich weiß nicht. Geh ich zurück? Weil eigentlich wollte ich ja aufhören. Combo. Zwei Grill. Was heißt zwei Grill? Sicher, zum ersten Mal. Habe ich das vorher nie gesehen? Also das sieht nicht so aus, als wäre hier ein Speicherwürfel irgendwo. Nehmen wir das Item hier mit. Hallo, Gesichtsnatter. Greif die hintere an. Mach sie weg, wollte ich sagen. Dann Zauberfeuer auf die hintere. Das dürfte ja eigentlich reichen. Ich habe jetzt nicht so aufgeladen. Aber... die ist ja schon angeschlagen. Hau drauf von mir aus. Das ist mir egal. Du haust sie sowieso jetzt alle hoffentlich nieder. Nee. Jetzt Kelolon-Gedöns, ne? Konter. Kannst du mal C4 einsetzen? Wo drauf. C4. Und dann haut Zola nochmal drauf. Ja, ich glaube, die Kilodons, die geben mehr. Kaschistein hier? Nicht. Kilodons, die geben mehr SP. Was ich schön finde. Niedermähen, Hose kaputt. Zumindest zwei. Bitte kein Kilodon, na, böser Kilo-Blick. Ich habe wirklich gedacht, dass die Klelons hießen, aber anscheinend habe ich mich da irgendwie ein bisschen geirrt. Zauber, Schwarzmagie, Feuer. Na, ich mache mal lieber Feuer 2, weil ich nicht so viel aufladen werde. Die sind halt noch nicht so stark, weil ihre Klasse nicht so wirklich gelevelt ist. Neuer Rang. Ja, bleibt mal stehen hier. Kakerlaken. Ich weiß nicht mal, was ihr für Dinger seid. Sieht sogar fast ein bisschen süß aus. Ein bisschen schade, dass ich euch kaputt kloppen muss. Aber irgendwie habt ihr auch nichts drauf. Bitte alle auf Manomaru. Damit wir schön kontern können. Ja, hau du mal auf den da drauf. Ja, du kannst Wasser. Nur so viel MP hast du auch nicht mehr. Aber Niedermähen macht sie sowieso alle fertig. Weil die halten halt nichts aus, ne? So. Was ist denn da hinten? Für ein Ding.
Also nicht die Kellerlands, sondern was auch immer da ein Ding war. Wieso immer auf Zola? Und wieso haut ihr da nicht auf den Kellerland drauf, wenn sie einer ist? Hier, mach die mal weg. Irgendwas ist mit den Soundeffekten gerade nicht so in Ordnung. Hau drauf. Sogar besiegt. Zauber, Schwarzmagie. Nochmal Feuer. Dafür lade ich ein bisschen auf. Lass mal Kedolon Heilung machen. Ja, komm hier einfach. Ganz normal, ganz simpel. Nur auf Zola. Aua! Okay. Noch GSP, glaube ich, für alle. Hallo, moin, da ist ein. Wieso ist hier ein Laser? Ah, weil hier ein Loch in der Decke ist. Wie es aussieht. In der Höhlendecke ist ein Loch, deswegen kann da ein Laser durch. Bitte auf Manomaru, alle. Das wäre Suki. Hier auf die drei. Einer greift an. Bitte auf Manomaru. Okay, das war jetzt nicht so der Plan. Du kannst da ganz normal drauf hauen. Das Blöde ist. Ja, hau da mal drauf. Ja, hau drauf. Wieso klaut die eigentlich nicht mehr? Ich habe doch alles ausgerüstet zum Klauen. Okay, das tötet nicht. Lustiger Klang. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das war aber nicht Manomarus Tanz oder so ein Käse. Kaelodon heilen. Da kommen ja die nächsten. Wieder hergestellt und erhöht. Hier auf die vordere Reihe. Weißt du was, du kannst verteidigen. Konter. Weil ich will die MP von Klug nicht so strapazieren, deswegen. Dann sieh mal kurz verteidigen. Neue Ränge, neue Fähigkeiten. 10 SP, die geben so gut SP. Fähigkeit plus 2. Fähigkeit plus 2. Fähigkeit plus 2. Fähigkeit plus 2. Und das wäre dann was? Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier TP wiederherstellen durch Fähigkeit plus 2, dann kann ich dann Fähigkeit wiederherstellen, TP wiederherstellen und Barrierenmagie benutzen. What the ever loving shit, das ist ja cool. Wir trainieren, aber den alles können wir noch ein bisschen, damit wir Fähigkeit plus 3 am besten bekommen. Schicken wir das Gegenangriffs. Geladener Angriff und. Angriffskräfte haben die gleiche Stärke wie Mensch-Klasse. Also dann wäre er stärker. Erweitert die Reichweite deiner Angriffe. Ah, ich mach mal Angriffsverstärkung. Ich weiß nicht genau, was es macht, aber. Schatzsuche, Fähigkeit plus 2. Dann Schatzsuche wieder rein. Und Kontrolle. Kontrolliere Ziele und Nutze gegen Überraschung.
Überraschung mag ich eigentlich sehr gerne. Aber ich glaube, wir machen wieder Tarnung rein. Und dann haben wir eigentlich alle... alle fertig. Ich glaube, es gibt auch nur 6 Fähigkeitsfelder, deswegen gehe ich... Gibt es, glaube ich... Ich glaube, das ist schwul. Dass hier... Dass ich da verpennt habe und die nicht als Alleskönner gemacht habe. Wo man denn da runter? Ich glaube nicht von hier. Oder doch von da? Hier runter? Nee. Wir werden sehen, wie wir da runterkommen. Moin, Häutefisch. Was? Ein Häutefisch. Gibt es auch einen Morgenfisch? Ich hasse mich selber. Hau ihn aus den Latschen. Selbstdetonation, das finde ich gar nicht mal so schön. Ach du Heilige. Zum Glück nicht nochmal auf. Klug. Gibt dir denn viel Erfahrungspunkte? Vor allem SP, gibt dir die? 3, besser als nichts. Zauber. Ich würde heilen sagen. Sepia. Das reicht ja erstmal, glaube ich. Ich nehme erstmal das Item. Was auch immer das war. Ich hoffe, sie setzt nicht alle Detonationen ein. Tauchgang. Nochmal Tauchgang. Bitte nicht nochmal auf Blut. Ja, ich mache einfach Niedermähen. Auch wenn es schöner gewesen wäre, hätte ich die hintere Reihe angreifen können. Okay, du haust einfach so drauf. Bitte klau mal auch was. Da vorbei? Was zur Hölle? Zauber. Ich weiß nicht, ob Wasser da so intelligent ist. Manomaru, hau drauf. Ich wollte eigentlich aufladen, aber hat auch so gereicht. Wasser ist, glaube ich, nicht so intelligent gegen euch. Ja, von mir aus. Ist mir egal. Hauptsache. Okay. Das ist noch so ein Häutefisch. Bitte keine Detonation. Vitamin. Hau auf den drauf, weil der ist als nächstes dran. Dann kannst du Feuer einsetzen. Das dürfte ja reichen. Oh Kacke, ich glaube, das war zu spät. Hau drauf. Haben wir irgendwie eine Fähigkeit, dass wir mehr SP kriegen? Kategorie frei. Ah! Ja, natürlich alles Könner. Direkt die Kategorie nehmen. Der Alleskönner. Warte, was haben wir als Schwertmeister? Als Schwertmeister haben wir Niedermähen, kritische Schaden verstärkt, kritische Trefferquote erhöhen. Ich hoffe, das merke ich mir. Also, ja, mein Schwert. Benutze ich so selten. Wo ist Niedermähen? Dann kritische Treffer erhöhen und Treffer verstärken. Jetzt kannst du auch ein Zubehör tragen, aber was ist da die Frage? Weil so viel haben wir nicht mehr. Und der Halsband finde ich doof. Oh, Paniklein, haben wir irgendwas von Kelolon? Stein von Gibraltar, hat das nicht schon wer? Wieso hast du den nicht? Weil wir dir das weggenommen haben.
Schütz vor Schwindel, Zauberschuhe, wasserresistente Kräfte. Ja, ich glaube, Fliege macht auch nicht so viel Sinn. Das, was am meisten tatsächlich Sinn macht, ist der Erdbruchnabelring. So doof es ist. Was seid ihr denn für Tentakeldinger? Was bist du denn für einer? Dich habe ich gar nicht richtig erkannt. Bist du nicht ein Degenfisch? Haben wir nicht schon mal gegen sowas gekämpft? Hauler Gummifisch. Säbelrasslerfisch. Okay, hau drauf. Nicht zu lange aufladen. Du haust ihn leider nicht aus dem Latschen. Magieangriff plus. Auf wen? Auf sich selber wahrscheinlich. Nee, auf alle. Eine magische Kraft. Vorhersehen. Oh, jetzt hast du keine magischen Viecher, oder? Niedermieden. Das macht jetzt nicht so viel Schaden, weil Schuh... Oh, vorbei, toll. Hier, und auf den da. Wobei, was ist das für ein Scheiß? Wegen Vorhersehen wahrscheinlich, ne? Zauber. Ich hoffe, das Wasser tatsächlich was hilft. Du kannst da nochmal C4 einsetzen. Nicht so lange aufladen. Macht das hier? Ja, 100, 160 um. Den Dreh, Wasser 2. Auf wen? Auf die hintere Reihe. Okay. Okay, sie haben Wasserschutz. Ja, tolle Wurst. Aber wir haben doch Erde. Wieso setze ich Wasser ein gegen die? Wir haben doch Erde. Das trifft doch alle. Den zweifle ich erstmal nicht an. Hier, hau den weg. Was setzt der ein? Wasser. Ich wollte eigentlich gar nicht den angreifen, aber hat ja auch so gepasst. Wasser 2 auf die hintere Reihe. Niedermähen. Kritisch. Zauber. Erde trifft doch auch alle. Ja, Feuer. Ja, ich hätte... Ich sollte Erde mehr benutzen und nicht Wasser. Weil Erde trifft halt alle. Manchmal bin ich auch dumm. Das ist, würde aber auch so viel sagen, wie dass ich manchmal klug wäre. Ich habe so wenig, also ich mach mal den Beschützer. Weil ich so wenig mit Beschützer habe, aber wird dann glaube ich aber auch nicht so viel. Vor allem, da ich ihn nicht als Beschützer benutze. Oder Gummifisch. Ob Erde überhaupt was reißt? Weil die scheinen ja zu schweben. Betäubungsangriff auf wen? Lähmen. Ist nicht gut. Zauber, Schwarzmagie, Erde. Ich mach mal. Wiedermähen. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Oder doch? Obwohl Schuh noch nicht so hochgelevelt ist als Alliskanner. C4 nicht so lange aufladen, sondern schön vorher machen. Ich hätte natürlich auch die Lähmung von Zola heilen können, aber. Ja. Ist das jetzt nur völlig vorbei? Ich sehe gerade, wenn wir aufladen von Manomaru, dann erhöht sich die Reichweite. Ich verstehe jetzt, wie Manomarus Angriff funktioniert. Angriff von hinten? Ich weiß nicht, wo hinten und vorne bei den Viechern ist. Okay. Dann laden wir noch ein bisschen auf. Seht ihr? Ah, kacke. Ich habe da nicht so aufgepasst. Okay, Angriff. Ich versuche nochmal Erde. Aber das dürfte nicht klappen, weil sie schweben. Ja, guck. Da ist Wasser vielleicht doch gar nicht mal so unintelligent gegen die Konter.
Du kannst... Na komm, werf an. Also es gibt Geld. Auch wenn es keinen Sinn macht. Irgendwie das Giro angreift. Bis auf, dass es Geld gibt. Eine Stufe, Kategorie frei, neue Fähigkeit. Bei Schatzmagie habe ich nicht, glaube ich. Ja, plus eins. Weiter im Text. Hier, zwei Kelolons meine ich. Ich habe immer Kelon gelesen. Bin ich dämlich? Wie viele sind das denn? Das sind 8 Kelolon. Das ging da vorbei. Du kriegst ja sowas von Konter ab. Mein Freund, bitte geht alle auf Manomaru oder auf Klug von mir aus. Klug werdet ihr nicht angreifen, weil sie in der hinteren Reihe ist. Angriff. Wer ist denn der hier? Weil ich will nicht... Oh, Kelolon Elixier. Kelolon, nicht Kelon. Hau drauf. Oh, den da. Weil der schön in der Mitte ist. Hier, so. Zauber, Schwarzmagie. Nochmal Erde. Na kacke, auch zu lange gewartet. Wer ist denn... Wer ist denn der das? Wer das? Ja, mach Niedermähen. Vielleicht kriegt ja Giro den kaputt. Den da. Nee, kriegt er nicht. Das war ein Konter, dann Erde. Ein bisschen Overkill, aber naja. Ah ja, da kommt ja noch eine Reihe. Höhere physische Angriffskraft. Hau drauf. Meine Güte. Ja, den da vorne, damit wir die beiden in die vordere Reihe kriegen. Ja, da reicht Wasser. Also ein bisschen billiger als Erde. Aber wir können auch Niedermähen einsetzen, so ist es nicht. Hup. Und weg sind sie. Es gibt, glaube ich, sehr gut SP, meine ich. Combo. Wo besteht GR? Mach dich zum Henker, weil es zum Rest deiner Klassen passt. Ja, da kann man noch nicht aufmachen. Obwohl, ich probiere es mal. Nee. Nur blau tatsächlich. Wiederholkraut, das ist woanders, ne? Das ist nicht da, wo wir gerade waren. Ne, das ist woanders. Weil da auch alles zerbombt war. Der andere ist geflohen. Er sieht seinen Kumpel nur von hinten angegriffen und der haut ab. Ja. Ah, kacke. Okay, dann greif mal die hintere Reihe an. Zauber, Schwarzmagie, Erde. So, da muss nicht viel aufgeladen werden, glaube ich. Ja. Ich dachte, da kommt noch was. Weil das hat danach aussah. Kategorie frei. Was haben wir denn noch nicht? Beschützer, Beistandsmagie. Ja, Beschützer passt zum Rest deiner Klasse. Lassen. Außerdem werden wir wahrscheinlich... Oh, ich glaube, wir hätten Kackhaufen bekommen. Na egal. Verkaufen heißt meistens Geld. Hier, aufladen. Na, hörst du mal auf. Zauber. Erde. Hau drauf. Was ist, wenn... Ich muss die Kelolons mal leben lassen. Was ist, wenn Kelolon heil... Also, man kann ja Kelolon heilen auf die Gegner machen. Auf die Kelolons. Was passiert... Okay. Hat sich davor geworfen. Was passiert, dass wenn ich ein Kelolon heilen auf einen Gegner richtig Kelolon mache? Das würde mich interessieren. So. Windel. Was war das für ein Geräusch?
Auf den hinteren. Oh, den kaputt. Mehr Geschick. Zauber. Erde. Stichwaffe. Niedermähen. Und dann du. Hier vorbei in der Mitte. Ja, okay. So. Jetzt auf den Killerlon. Ich lasse die mal so lange leben. Beziehungsweise ich glaube, ich greife nur mit Normalangriffen an. Damit ja, erstmal die hintere Reihe. Killerlon-Pulver. Damit Giro mal Killerlon heilen einsetzen kann. Nee, ich greife Kassel mal an, damit das nicht aufladen muss. Kannst Killerlon heilen. Ja, mach das mal. Was passiert denn da? Vorbei. Okay. Ich dachte, da kommt jetzt voll das Monster raus oder so. Also irgendwie so ein riesiger Kackdrache oder sowas. Oder irgendwie was sehr Starkes. Einfach nichts passiert. Okay. Neue Fähigkeiten. Fähigkeit plus 3. PK plus 3, PK plus 3, auf Level 11 schon. Heißt, die dürften alle noch einen Slot frei haben. Ja. Schmerz mal, geht mal keinen Sinn. Doppelter Gegenstand, magischer Zaun, die magische Verteidigungskräfte entsprechen deiner Barrierenstufe. Okay. Feldbarriere 2, eliminiere schwache Feinde, die du bereits geschlagen hast. Kostet 10 MP. Bedrängnisbarriere, sagt der Mächtige Barriere, wenn du dem K.O. nahe bist. Ja, dann nehmen wir das. Anziehende Aura, hiermit verfolgen Feinde unbeirrt deine Gruppe auf dem Feld. Meditation, ja, nehmen wir Meditation. Abschlussaura, hiermit fliehen flache, schwache Feinde von den Feldern. Weniger ist mehr. Schwarze Magie, Kampfessenz, deine Angriffskräfte haben die gleiche Stärke wieder in der Mensch-Klasse. Anziehende Aura, hier mit verfolgen. Ich hätte auch magisches Schwert benutzen können. Überraschung. Okay. Das ist cool. Also, ich dachte eher, Alleskönner wäre sowas wie in Final Fantasy V, der die normal. Also, wie heißt das nochmal da? Die Standardklasse. Keine Ahnung, hab vergessen. Was auch sowas wie Alleskönner ist. Du hast halt mehr Sätze für Fähigkeiten und so, aber dafür kann die Klasse nichts Besonderes. Das ist im Final Fantasy V. Und das ist halt so, wenn du sehr viele Jobs gemacht hast und deren Fähigkeiten gelernt hast, dann kannst du in dieser Normalklasse mehr, also die ganzen Fähigkeiten kombinieren, weil du mehr Platz für diese ganzen Fähigkeiten hast. Ja. Und das hast du. Was zur Hölle? Angriff. Ah, ich kann nicht den hinteren angreifen. Ah, kack die Wand an. Ich weiß nicht, ob Erde da viel Sinn macht. Kannst mal Ziffi einsetzen. Hört auf, eure komischen Geräusche zu machen, die nerven. Komischen Kackfische. Ich bin schon eine halbe Stunde länger am Aufnehmen, als ich wollte. Ich meine, gut ist es. Ja, nee, die schweben tatsächlich. Gut ist es, weil dann habe ich mehr Folgen. Punkt. Weil mir gehen so allmählich die Folgen von Blue Dragon, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, gehen mir Folgen von Blue Dragon und Super Mario RPG aus. Und je mehr ich aufnehme, desto besser eigentlich. Aber ich hatte
jetzt nicht mehr so groß die Lust auf irgendwas noch lange aufzunehmen. Aber egal. Dann hier dich in der Mitte. Ich glaube, den linken habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ich glaube, Wasser ist gut gegen die. Also, da um alle zu bekommen. Ja, aus irgendeinem Grund habe ich den in der den rechten nicht bekommen. Obwohl sie alle gleich weit entfernt sind. Keine Ahnung. Neuer Rang. Nichts gelernt. Hier, hau drauf. Da ist noch so ein Häutefisch dahinter. Hinter ihm. Ja, komm, hört auf mit euren Scheiß. Ich will angreifen. Hier, erstmal ein Ponta. Dann dich in der Mitte. Damit ich so viele wie möglich wegkriege. Also weggehauen kriege mit Manomaru. Hör mal auf. Leider dauert das so lange, bis sie alle angegriffen haben. Ja, machen wir Niedermähen. Das hat jetzt nicht so geholfen. Zauber, Schwarzmagie, Wasser. Ich nehme mal die hintere Reihe. Du haust den da mal kaputt. Lupenreiner irgendwas. Saphir war es wahrscheinlich. Weil irgendwas mit S. Ja, du kannst auch mal Saphir machen. Ein bisschen gehen uns die MP aus. Habt ihr MP wiederherstellen ausgewählt? Saphir. Oder Manomaru haut drauf und dann war es das aber auch schon. Oh, was? Und natürlich Selbstdetonation, natürlich auf die mit dem fast geringsten Leben. Der geringste tatsächlich ist Jiro selber. Mit dem geringsten Leben. Warte, der Häutefisch ist mir erstmal egal. Fähigkeiten, habt ihr nicht MP wiederherstellen? MP wiederherstellen? Und du, wo bist du, Jiro? MP wiederherstellen? Keine Ahnung. Erstmal nehme ich das Item da gerne mit. Ein irgendwas Elixier. Kein Hinterhalt. Das hätte ein Hinterhalt für jeden sein können. Weil beide, glaube ich, von, also sowohl ich als auch er, also der Fisch, von hinten getroffen worden sind. Tauchgang, hoffentlich keine Detonation, weil ich habe, na, das ist auch nicht gut. Weil ich habe Zug nicht geheilt. Konter. Zauber, Schwarzmagie, Wasser. Tauchgang, bitte nicht auf Klug. Natürlich geht das auf Klug. Zauber, weiß man wie, C4-2. Ein bisschen aufladen, aber nicht zu dolle. Apropos aufladen. So. C4-2. Ja, das sieht schon mal gut aus. Wasser. Dass wir die Fische mit Wasser besiegen können, aber nicht mit Erde. Das ist, weil sie anscheinend schweben. Was alles keinen Sinn macht. Übrigens, mir kommen hier viel zu viele Gegner. Es geht mir ein bisschen auf den Keks. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Tentakelviecher da besiegen. Boah, what the fuck, ey. Was war das? Das war dieses komische Geräusch, das schon mal war. Da muss ich mir merken, 2:38, das rauszuschneiden. Das geht mir so auf den Sack, ey. Dass sowas einfach mal passiert. Und ich weiß nicht, ob das das Spiel ist, meine Xbox oder die Capture Card. Oder was auch immer. Das ist der PC auf jeden Fall nicht. Ich mach Erde. Ja, mach Niedermähen. Du kannst angreifen. Ja, auf den drauf. Damit wir ein bisschen mehr Geld kriegen. Erde. Manomaru. Du triffst eh beide. Ja. Dann mache ich noch mal kurz, wenn das jetzt hier vorbei ist, eine Pause.
So, weiter geht's. Hier sind sehr viele Klelons. Kelolons. Kelolon macht auch viel mehr Sinn im Kontext des Spiels, weil hier sind die Namen alle sehr komisch. Da ihr sehr viel... Ahnung. Okay. Ach, Tarnung kostet... Okay. Warte, nein. Also von dem Bekämpfung. Dann kann ich Tarnung herausnehmen, weil das so eine RT-Fähigkeit ist. Da brauche ich nicht. Tarnung verhindert, dass die uns sehen, ne? Schwarzmagie, Erde. Wir brauchen auf jeden Fall mehr MP. Oh, da laden wir ein bisschen auf. Hau den da weg. Und hey, du haust nur drauf. Weil wir wollen deine MP sparen. Na, du hast auch nicht mehr so viel. Diese Angriffskraft. Oh, das ist jetzt nicht so mega aufgeladen. Ich habe vergessen, dass danach noch welche kommen. Hier, hau drauf. Du kannst auch einfach ganz normal draufhauen, weil... Oh, das ist gar nicht mal so schwach. Weil er Schuh macht Niedermähen und dann sind die sowieso weg. Die hat ja Angriffskraft erhöht, deswegen war das so stark. Neuer Rang, neue Fähigkeit. Fähigkeit plus 2. Dann machen wir jetzt mal bei Schuh. Kritischen Schaden verstärken. Nehmen wir den mal rein, kritischen Schaden. Der ist hier und ein magisches Schwert, glaube ich. Oder will ich was... Oder Stärkung des Gegenangriffs? Magisches Schwert setze ich so selten ein. Stärkung des Gegenangriffs, dann hätte ich gerne. Ja, da nehmen wir das gerne mit. Nehmen wir gerne mit. Hallo, ich schau dich auch noch zu Klump. Angriff von vorn. Dass ich die hintere Reihe nicht angreifen kann, weil es wäre super, wenn ich ihn in der Mitte kaputt hauen könnte. Weil dann würde ich alle treffen. Zauber, nee, du haust nur drauf. Obwohl für die hintere Reihe sind 80 auch nicht mal gerade so wenig. Du haust den kaputt. Giro kann auf den drauf kloppen, auf den Klug schon drauf gekloppt hat, aber das hat nicht gereicht. Ja, das war ja... Ah, okay. So gut. Ich wollte gerade sagen, das war ja Schwachsinn, den anzugreifen, aber das sind ja beide gestorben. Mal Stufe.